Das hier ist die Sabah Alamat Sea City, eine künstliche Oase in der Wüste von Kuwait. Eine Stadt, in der jeder der geplanten 250.000 Einwohner ein Haus am Wasser hat, um sich in der brutalen Hitze des Wüstenstaates abzukühlen. Es ist ein Infrastrukturprojekt, das vor beinahe 20 Jahren begonnen wurde und seitdem im Schatten der Palmen von Dubai steht. Aber ist das zu Recht der Fall oder ist dieses Projekt nicht sogar deutlich fortschrittlicher und sinnvoller als die künstlichen Inseln von Dubai? Schon mal etwas von Kuwait gehört? Eventuell im Erdkunde- oder Geschichtsunterricht oder ab und zu mal in den Nachrichten. Wenn wir an den Persischen Golf denken, dann fallen zuerst Länder wie Saudi-Arabien, Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate ein. Kuwait wird häufig übersehen oder als noch ein arabisches Land abgestempelt. Dabei besitzt Kuwait einen besonderen Status in dieser Region, der dem kleinen Land mit gerade einmal so viel Einwohnern wie Berlin nicht nur Freunde beschert hat. Grund dafür ist die enge militärische Beziehung zu den Vereinigten Staaten von Amerika, die dem kleinen Land ihre größte Militärpräsenz im Nahen Osten aufgebaut hat. Über 8 verschiedene Stützpunkte verteilt befinden sich über 13.000 amerikanische Soldaten vor Ort und nutzen Kuwait als Logistikzentrum und Trainingscamp für viele Operationen in der Region. Damit sichern sie auch die Unabhängigkeit von Kuwait, das auf eine lange Vergangenheit an Feindseligkeiten, zum Beispiel mit dem Nachbarland Irak, zurückblickt. Kuwait ist außerdem, gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, ein sehr reiches Land, etwa auf einer Stufe mit Südkorea oder Italien. Dieser Schein trügt allerdings, wie in den meisten Ländern im Nahen Osten, da der Reichtum nur sehr wenigen Menschen innerhalb der Bevölkerung zugutekommt und natürlich hauptsächlich der Herrscherfamilie. Die Frage, wo der Reichtum herkommt, ist in Kuwait natürlich genauso einfach zu beantworten wie die Nachbarstaaten der Golfregion. Öl. Jede Menge Öl. Etwa 90% der Exporte aus Kuwait sind Mineralöl. Jeder, der in Kuwait etwas werden möchte, arbeitet in der Ölindustrie. Und die unglaublichen finanziellen Möglichkeiten, die der Handel mit Öl mit sich bringt, hat dazu geführt, dass sich Kuwait als Land stark verändert hat. Kuwait ist in weiten Teilen so, wie man sich einen Wüstenstaat am Persischen Golf vorstellt. Und die Hauptstadt Kuwait City, in der etwa 70% der gesamten Bevölkerung leben, ist ein bisschen wie die Light-Version von Dubai. Eine moderne Stadt in der Wüste mit extremen Bauprojekten, um das Prestige der Stadt zu erhöhen. Aber alles wirkt zumindest ein bisschen kleiner und weniger extravagant. Eventuell ist das auch einer der Gründe, warum Kuwait verglichen mit Dubai eher unbekannt ist. Trotzdem haben die beiden Städte die gleichen Probleme. Zu wenig Platz. Oder eher zu wenig Platz an den wichtigen Stellen. Während wir in Europa problemlos hunderte Kilometer vom Ozean entfernt leben können, gelten in der Golfregion ganz andere Gesetze. Jeder Meter, den ein Stück Land weiter vom Meer entfernt ist, macht das Land weniger wertvoll. Und ein paar Kilometer vom Meer entfernt beginnt die Wüste, in der kaum jemand wohnen möchte. Jeder will in unmittelbarer Nähe zum Wasser leben, aber es gibt am Wasser nicht unbegrenzt Platz. Alle verfügbaren Grundstücke wechseln nur zu extremen Preisen den Besitzer. Die einfache Lösung besteht darin, die Küstenlinie zu verlängern und mehr Grundstücke zu schaffen, indem man mit Landaufschüttung künstliche Inseln oder Halbinseln schafft oder durch Landabtragung künstliche Buchten und Flüsse gräbt. Die Option A wird zum Beispiel prominenterweise von Dubai bevorzugt. Dadurch sind die berühmten, aber nicht unumstrittenen Palmeninseln entstanden. Damit hat Dubai nicht nur seine Küstenlinie massiv erweitert, sondern auch Land gewonnen, das bebaut werden kann. Aber wenn das Hinterland, ein paar Kilometer entfernt vom Meer, ohnehin nur aus unbrauchbarer Wüste besteht, kann man natürlich auch einfach einen anderen Weg gehen und künstliche Flüsse schaffen, um so das Land, das man schon hat, bewohnbarer zu machen. Genau diesen Weg geht Kuwait mit der Sea City. Auf den ersten Blick sieht die Stadt mit ihrem verwirrenden Muster nicht besonders beeindruckend aus. Besonders auch, weil man durch die Satellitenaufnahmen überhaupt nicht abschätzen kann, wie groß die gesamte Anlage wirklich ist. Nehmen wir ein Beispiel. Auf Palm Jumeirah in Dubai können etwa 10.000 Menschen leben. Die Seestadt von Kuwait soll bis zu 250.000 Menschen beherbergen. Das sind in etwa so viele Menschen, wie in einer mittelgroßen deutschen Stadt wie Aachen, Braunschweig oder Chemnitz wohnen. Aber warum sieht es so merkwürdig aus, wenn man doch einfach jede beliebige Form in die Wüste graben könnte? Vielleicht eine umgedrehte Palme oder mehrere symmetrische Kreise. Das hat aber einen einfachen Grund. Schaut euch einmal diese beiden Bilder im Vergleich an und versucht herauszufinden, warum diese Bauprojekte so designt wurden, wie sie sind. Ein Tipp: Eines wurde dabei so angelegt, dass es einen möglichst gleichmäßigen Austausch von Wasser bei gleichzeitig geringer Fließgeschwindigkeit ermöglicht.
Das andere ist darauf ausgelegt, eine coole Palme aus Sand zu bauen, die bestimmt interessant aus dem Flugzeug aussieht. Ein regelmäßiger Austausch von Meereswasser ist eine der größten Herausforderungen für die Ingenieure bei solchen Bauprojekten. Steht das Wasser zu lange an einem Ort, entstehen Algen und Bakterien. Außerdem wird das Wasser zu warm, sodass Meerestiere nicht überleben können. Es entsteht ein übel riechender See mit toten Tieren und Krankheitserregern, die sich nicht besonders gut in einer Werbebroschüre machen. Auch wenn Sea City sicherlich auch in die Kategorie der bedingt sinnvollen Megaprojekte, die durch unglaubliche Mengen an Ölreichtum finanziert und unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen errichtet wurden, fällt, muss man anerkennen, dass hier deutlich mehr Fokus darauf gelegt wurde, ein langfristig stabiles System zu errichten, das einen möglichst geringen negativen Effekt auf die Umwelt hat. Und wenn wir an die Wasserqualität denken, dann sollten wir auch von einem möglichst geringen Schaden für die Bewohner sprechen. Um das zu erreichen, wurde schon der Bauplatz an einer bestimmten Stelle gewählt. Dieser befindet sich ganz im Süden des Landes, unweit der Grenze zu Saudi-Arabien. Schon vor Baubeginn gab es hier eine Art Vorläufer der Sea City, der durch ganz natürliche Vorgänge entstanden ist. Auf alten Satellitenbildern erkennt man zwei natürliche Eingänge, über die das Meereswasser bei steigender Flut ins Landesinnere eindringt. Diese natürlichen Strukturen findet man auch im fertigen Gebilde wieder. Außerdem wurden zwei weitere Einlässe gebaut, um den Wasseraustausch zu erleichtern. Das funktioniert vollkommen ohne Pumpen und alleine mit der Kraft der Gezeiten. Bei Flut füllen sich die Kanäle mit frischem Meereswasser, das bei Ebbe wieder in den Persischen Golf gespült wird. Die Frage ist nur, wie gut das funktioniert und ob hier tatsächlich genug Wasser ausgetauscht wird oder ob nicht manche Bereiche, die außerhalb der Strömung liegen, zu stehenden Gewässern mit extrem schlechter Wasserqualität werden. Schließlich wollen die Käufer ja ein Haus am Meer und nicht ein Haus an einem stinkenden See aus Abwasser. Darum sind die Kanäle der Sea City nicht auf eine schöne geometrische Art und Weise angeordnet, sondern sehen, wenn man das so sagen kann, fast natürlich aus. Also zumindest, wenn man es mit einer Palme aus Sand vergleicht. Diese Form ist das Ergebnis von unzähligen Computersimulationen, die eine optimale Geometrie für einen guten Wasseraustausch ausgerechnet haben. Dazu wurden diverse Kombinationen getestet, bis man schließlich eine gefunden hat, die funktioniert. Ist die Sea City jetzt dadurch ein Vorzeigeprojekt mit positivem Einfluss auf die Umwelt und die Bevölkerung? Das wird erst die Zukunft zeigen. Aktuell sind die Grundstücke noch relativ spärlich bebaut. Alles sieht noch sehr künstlich aus. Aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich daraus doch eine Stadt, in der man langfristig gut leben kann. Die Zeichen dafür stehen auf jeden Fall deutlich besser als an anderen Orten in dieser Region.